Neutral gut. Ich will eigentlich nicht wieder gut spielen. Ich will es ein bisschen interessant machen. Neutral gute Charaktere glauben, dass ein Gleichgewicht der Kräfte zwar wichtig ist, aber die Spannung zwischen Gesetz und Chaos nicht der Verwirklichung des Guten ablenken sollte. Ein Baron, der die Befehle eines Königs mitachtet und wenn was zu zerstören, das als böse ansieht, ist ein Beispiel eines neutralen guten Charakters. Komm, nehmen wir neutral böse. So, jetzt kommen die Attribute. Da brauchen wir hier auf jeden Fall beides mal Maximum. Hier hätte ich auch gerne Maximum. Würfeln wir mal, bis wir eine 90 haben. Oder annähernd an den 90 rankommen. Da wäre eine 87 gewesen. Ja, nehmen wir das mal. Nehmen die Stärke weg. Nehmen die Weisheit weg. Speichern wir das mal so. Gucken wir mal, ob wir über eine 90 kommen. Also ich würfel noch ein paar Mal. Es ist gut, dass hier unten die Würfelsumme angezeigt wird. Da brauche ich nicht so viel rumgucken. Also ich will mich dieses Mal nicht so lange mit dem Würfeln aufhalten, wie ich es beim ersten Charakter gemacht habe. Allein schon deswegen, weil wir eigentlich nicht so viel brauchen. Aber eine 90 zu haben, wäre schon nicht schlecht. Ist zwar selten die 90, aber sollte machbar sein. Also ich versuche es jetzt noch 2 Minuten ungefähr. Und ja, ich kann vorweg... Da war die 90. Ich kann vorwegnehmen, die Leute, die sich jetzt nicht für die Charaktererstellung groß interessieren, die können wahrscheinlich die nächste Folge gleich mit überspringen. Oh, 93? Ja, danke. Das ist ein guter Wurf. Sehr guter Wurf sogar. Komm, Weisheit. So stark muss unser Skald. Wobei ein Skald ist eher stark. So. Fertig. Das war der beste Wurf. Hat, ging sogar relativ schnell. So, Fähigkeiten. Wir hätten gerne, also man sieht, es ist aufgeteilt, so wie in Baldur's Gate 2 und es gibt auch die Kampfstile hier. Und ja, ich hätte gerne Armbrust, auch wenn ich es interessant finde, dass es nur Armbrust gibt, aber keine schwere oder leichte Armbrust. Und Kurzschwert. Erst einmal. So aussehen. Haare. Finde ich interessant, wie man das hin und her switchen kann. Haut kann eigentlich so bleiben, wie sie ist. So, Kleidung für einen Skald. Sieht das relativ fancy aus?
Das würde auch fancy aussehen. Ah, nehmen wir das. Das sieht gut aus. Schmuckfarbe. So. Jetzt brauchen wir noch einen... Ton? Jetzt gibt's gleich Mächtig eins auf der Rübe. Ich zeig denen schon, wo es lang geht. Nee, der klingt komisch. Was sind das hier für welche? Ha! Death Cup! A sound decision. AVN. Keine Ahnung, sind das die Leute, die das Remake gemacht haben? For justice! Follow me. Feel my... Do as I say and I'll see you through the... Zu mir! Also gut, ich hab... Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ja, natürlich. Ich werde träge und brauche Ruhe. Der klingt cool. Vor allem, lasst sie uns ordentlich verdreschen. So. Name ist Breno hier. Fertig. Und das war's eigentlich schon. Damit sind wir einverstanden. Schwierigkeitsgrad. Ist Dungeons and Dragons Regeln. Und losziehen. Hoch auf den Klippen oberhalb der Schwertküste ragt die Zitadelle von Kerzenburg empor. In ihr befindet sich die beste und umfangreichste Sammlung an Schriftstücken auf ganz Ferun. Sie ist eine beeindruckende Festung, in der strengen Isolation der Intrigen verborgen, die gelegentlich die übrigen vergessenen Reiche quälen. Sie ist abgelegen, in hohem Maße reglementiert und sie ist Heimat. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt ihre Geschichte. Sie haben die meisten ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Stellvertretend für ihren Vater hat er sie aufgezogen. Mit 1000 Geschichten von Helden und Monstern, Liebenden und Ungläubigen, Schlachten und Tragödien. Jedoch eines blieb immer ungesagt: die Geschichte ihres wahren Erbes. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt ihre Geschichte. Sie haben die meisten ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Heute scheint Gorion besorgter denn je zu sein. Und nun hat er entgegen seiner Gepflogenheiten mitten am Tag eure Arbeit unterbrochen. Er hat euch rasch befohlen, euch reisefertig zu machen und euch alles Gold gegeben, das er entbehren kann. Doch ihr wisst immer noch nicht, warum. Und jetzt steht ihr vor dem Wirtshaus von Kerzenburg und seid bereit, Vorräte für diese ungeplante und unerwartete Reise zu kaufen. Ja, irgendwie ist der Text jetzt ein bisschen anders und wie auch in Baldur's, im Original Baldur's Gate mit Legenden der Schwertküste sind es hier zwei Sprecher zwischendurch. Weil dieser Teil hier wurde von einem anderen Sprecher gesprochen, der Gorion gesagt hat und der Originalsprecher sagt immer Gorion. Und hier steht halt noch, kürzlich hat sich Gorion ihm gegenüber so abweisend verhalten, als ob er irgendetwas Schweres auf dem Herzen hätte. Sie haben so vorsichtig wie möglich nach seinen Sorgen gefragt, aber leider vergeblich. Ihr einziger Trost ist die Gewissheit, dass er ein weiser Mann ist und sie wissen, dass er sich ihnen offenbaren wird, wenn die Zeit reif ist. Nichtsdestoweniger ist sein Schweigen beunruhigend und sie können nicht helfen, aber sie fühlen, dass etwas Schreckliches vorgeht. Gut. Da sind wir. Neuer Tagebucheintrag. Mein Ziehvater Gorion hat mich informiert. Oh, das sieht schick aus. Wichtige Ereignisse. Mein Ziehvater Gorion hat mich informiert. Du bist eine Wache.
dass wir Kerzenburg umgehend verlassen und uns auf eine Reise begeben müssen. Er hat mir etwas Gold gegeben, mit dem ich einige Vorräte, Waffen und Rüstung für die Reise kaufen soll. Mhm. Tagebuch, da können wir Sachen hinzufügen. Okay. Das ist zum Spiel, das ist die Karte. Also ja, wir können den Gebietskartenhintergrund an- und ausmachen und die ganze Karte von Kerzenburg ist aufgedeckt. Priesterquartiere, Tempel von Ogmar, Lagerhaus, Lazarett, Schlafbaracke, Kaserne. Mhm. Da sind wir. Tagebuch. Weltkarte, die sieht auch ein bisschen anders aus. Ulgots Bad ist noch nicht erreichbar. Okay. Mein Inventar. Also ja, 90 Gold habe ich. Eine Rüstungsklasse von 6 durch die Geschicklichkeit minus 4, was schon mal praktisch ist. Trefferpunkte, Bonustrefferpunkte, deswegen haben wir 8. ETW. Ja, der Kampfstab, der bringt uns eigentlich nichts. Den können wir verkaufen. Wobei wir das dann am Schluss machen, weil erstmal können wir uns durch alle Dinger durchprügeln. Charakterinformationen, das sieht auch alles ziemlich ordentlich mittlerweile aus. Tagebuch, also Magierzauber. Netter neuer Hinweis. Priesterzauber können wir nicht und Spieleinstellungen. Hat sich das mit den maximalen TP... Nein, hat sich nicht deaktiviert. Hier ist alles sowieso... Oh, automatische Pause. Das wäre noch wichtig. Charakter verletzt, Charakter tot. Mhm. Falle gefunden und Feind gesichtet. Okay, ich glaube, das habe ich schon mal eingestellt gehabt. Aber hier und die anderen Sachen nicht. Rückmeldungen. Sieht auch alles. Klassische Auswahlkreise. Nee, klassisch ist besser. Kosmetischen Angriffe. Finden und Ausweichmanöver. Oh. Sieht sehr interessant aus. Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Ja, zurzeit nichts. Ich werde einfach weitermachen. So. Hallo, Leute. Oh, hallo. Hast du meine Abschrift von die Geschichte von Halhoa irgendwo gesehen? Ich kann nämlich das ständige Schlurfen von arthritischen Füßen oben in der Bibliothek nicht ausstehen. Also dachte ich, ich gehe ein wenig frische Luft schnappen. Nicht weit östlich von hier und oh, warum bin ich nur so vergesslich? Wenn du das Buch suchen könntest, wäre ich dir dankbar. Ich brauche es unbedingt wieder. Und so kriegen wir einfach mal von Flydia die Aufgabe. Die liebe zerstreute Flydia hat schon wieder eines ihrer Bücher verloren. Dieses Mal ist es die Geschichte von Halhoa. Das letzte Mal, als sie in Kerzenburg war, hat sie einen ganzen vierteiligen Buchband im Heu der Kühe verloren. Nebenbei, wie ist unser Ruf? Ist 9. Okay, den sollten wir auch wirklich etwas heben. Also hier sind Kühe. Hier sind die Priesterquartiere. Hallo, mein Kind. Moral. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Wenn ein Kampf fortschreitet, können Charaktere ihre Fassung verlieren und fliehen, indem sie in ein abgelegenes Gebiet rennen. Wenn ihr einen Barden in eurer Gruppe habt, kann sein Bardenlied moralisches Versagen verhindern. Ja. Dach auf! So, dann ist unser erster Auftragsmörder. Oh, klasse. Ganz klasse, ich habe dich zuerst gefunden. Du bist Gorions Sohn, keine Frage. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr und was tut ihr hier?
Ich bin es unwichtig, aber wer du bist, ist umso wichtiger. Ich entschuldige mich für dieses schmutzige Geschäft, aber ich muss dich beseitigen. Eine Schande, ich weiß. Aber es scheint, dein Kopf ist unbeschreiblich viel wert für mich. Ich werde dich töten, dann werde ich den Preis alleine einheimsen können. Gut, dann hauen wir dich mal. Okay. Könnten wir das bitte ausstellen? Rückmeldungen. Ausrüstungsvergleich. Nö, Tagebuchmeldungen, die wollen wir auch.